So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Skyrim mit mir, dem Lufo. Und ja, es ist es ist tatsächlich nicht mal sehr viel später. Ich habe einfach nur eben mal 4 Stunden gelernt und jetzt bin ich wieder dabei. Ich kann einfach meine Finger nicht davon lassen gerade. Ich habe so viel Spaß daran. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh ja, bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier unten ist es aber finster. Oh, aber ihr seid so wunderschön, so ein strahlendes Lächeln. Eure Zähne, nein! Ach, Babette, ihr seid wirklich schlimm. Ach, die ist ein Vampir. Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, lol. Eine zahme Spinne. Das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert. Etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Versuche daran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh, ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Alter. Ich bin nicht süß, es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch, ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Der Meister des Fangzahns. Ah, ich glaube, das war's mit den Witzen. Wir gucken mal hier bei dem Wort der Macht. Töten, Todeszeichen. Lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Ich bin älter als ihr. Viel älter. Nur was passiert eben, wenn man als 10-jähriges Mädchen von einem Vampir gebissen wird? Tja, was könnt ihr mir denn über euch erzählen? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Die dunkle Bruderschaft hat Mama und Papa getötet und mich mitgenommen. Bitte, bitte helft mir. Ziemlich überzeugend, nicht wahr? In Wahrheit bin ich kein kleines Mädchen. Früher war ich eins natürlich. Vor 300 Jahren. Als Vampir bleibt man erstaunlich frisch. Das ist echt merkwürdig, aber okay. Und du? Willkommen, mein Bruder. Willkommen in unserer Zuflucht. Uns beizutreten war die richtige Entscheidung, glaubt mir. Wie schön, euch kennenzulernen, Vesara. Vertraut einfach Astrid und befolgt ihre Befehle. Und ihr werdet hier keine Probleme haben. Okay. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Einst war ich eine Schattenschuppe. Ein Meuchelmörder im Dienste des Königs der Schwarzmarsch. Von der dunklen Bruderschaft ausgebildet seit dem Tag meines Schlüpfens. Ah, aber das ist ein Leben lang her. Heute bin ich der Letzte meiner Art. Meinen Orden gibt es nicht mehr. Jetzt diene ich Astrid und dieser Zuflucht. Okay. Ich bin zum Töten ausgebildet und mein Dasein hat wieder einen Sinn. Das Leben ist gut. Sehr gut. Passt auf euch auf. Ja. Hey. Chill mal. Chill mal. Ja, nun. Das ist rohes Fleisch. Oh, meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Ach, du bist der Macker? Wie schön, euch kennenzulernen, hilft bei dem wahrscheinlich weniger, oder? Egal, komm. Ich gebe euch eine Woche, bevor ihr tot am Wegesrand liegt. Sehr charmant. Wenn ihr versucht, mich kennenzulernen, lasst es. Ich mag euch nicht und ich werde euch nie mögen. Es ist nichts Persönliches, aber
Meine Frau vertraut euch. Und ich vertraue ihrer Einschätzung. Okay. Ihr könnt also nicht vollkommen schlecht sein. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ich bin ein Werwolf. Ich töte gern. Ich liebe Astrid. Ich hasse nervige Leute. Und die Farbe Blau macht mir Kopfschmerzen. Okay. Ja, viel Glück. Dankeschön, auch wenn du mich nicht leiden kannst. Schätze ich das sehr. Ich würde sagen, der Typ ist wahrscheinlich Nasir, so wie der aussieht. Einfach mal so rein vom Äußerlichen geschätzt. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob wir hier vielleicht einen besseren Dolch finden können irgendwo. Weil momentan haben wir ja nur... Huch, da habe ich die Konsole aufgemacht. Momentan haben wir ja nur so Scheißwerkzeuge am Start. Wir haben aber einen Stufenaufstieg. Und wir gehen natürlich wieder auf Magiker. Wir haben 130. Wie viel brauchen wir denn gerade für Lautlosigkeit? 127. Das heißt, wir können Lautlosigkeit jetzt wirken. Sehr nice. Das ist nicht das Richtige. Aber okay. Lautlosigkeit. So, damit können wir jetzt schön unsere Illusionen aufbessern hier. Hier haben wir jetzt auch ein Bett und so weiter. Was haben wir hier am Start? Bisschen Gold, okay. Das ist ja ganz nice. Hier ist niemand. Okay, es scheint hier nicht wirklich viel Zeug zu geben, ne? Trollschädel und so weiter. Hier vielleicht irgendwo ein Dolch am Start. Ah. Nice. Ein Balsamierungswerkzeug. Kupferdiadem. Das war nicht schlecht. Und... Plup. Da leveln wir unsere Illusion wieder. Ein paar Lederriemen. Nehme ich doch gerne mit. Oh, Mammutstoßzahn. Den können wir gebrauchen. Den kann ich der Alten in Weißlauf geben. Die möchte doch sowas haben. Sonst ist ja aber auch nichts mehr, ne? Nee. Okay, ich glaube, das war's hier. Lalala, hi. Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich spare euch die Nettigkeiten. Was? Ich bin nicht daran interessiert, jemanden kennenzulernen, der morgen schon tot sein könnte. Wenn ihr in ein paar Wochen noch atmet, werden wir sicher die besten Freunde sein. Absolute Frechheit. Astrid hat mir gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Nun, es gebe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Ja, dann her mit. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Immer her. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Ja. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Ist egal. Sonst bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Gut. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Okay. Bereit für die ersten Aufträge. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Nafi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius, und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Okay. Auf geht's. Ich guck mal gerade, ob der Kollege hier Sachen verkauft. Lass mich raten. Nein. Astrid hat vergessen zu erwähnen, dass ich ihr Mann bin. Das macht sie öfter. Sie möchte nicht, dass man denkt, sie bevorzuge jemanden. Nee, alles gut, Mann. Gibt's hier echt auch keinen Dolch irgendwie? Ich will nicht mit einem Stahldolch durch die Gegend laufen. Wie viel Schaden macht denn der Stahldolch?
8. Ich meine, ich mache natürlich mal 6 Schaden plus dann nochmal den doppelten Schaden von meinem Ding hier. Ich weiß halt nicht, ob ich mit einem Schlag von hinten jemandem mit dem Dolch einfach one-shotten kann, aber das könnte man ja ausprobieren. Wobei ich eigentlich gerne, ich glaube, ich bleib erstmal so lange beim Bogen, ne? Solange wir mit dem Dolch keinen Blumentopf gewinnen können. Das da ist ein Dolch, der ganz gut aussieht, finde ich, ne? Der Dedrische Dolch, mit dem könnte ich doch mal was machen. Das wäre mal eine gute Abwechslung, wenn ich mal nicht mit Eisen und Stahl und so weiter rummachen muss, sondern einfach mal vielleicht eine anständige Waffe bekomme. Ich meine, ein Ebony oder ein Dedrischer. Ah, ist wieder mitten in der Nacht natürlich hier. 7 Uhr abends, wir warten mal bis zum nächsten Morgen gerade. Und dann gehen wir mal unsere ersten Ziele finden. Was? Ach, 3 Uhr. Ne, es ist 3 Uhr nachts, ne? Ich bin doof, okay. So. Tier das. Gut. Was wollte ich gerade noch machen? Genau, wir haben noch eine Fähigkeit offen. Schießkunst könnte ich machen. 10% Chance für einen kritischen Treffer. ...60 braucht man dafür. Und wir haben 42. Bei Schleichen... Was habe ich hier? Meuchelklinge. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen 15-fache. Das wäre natürlich nochmal nice. Ich glaube, ich nehme das mal gerade. Weil dann verursachen wir 15 und dann mal 2 nochmal ist dann das 30-fache. Dann sollten wir eigentlich fast alles mit einem Dolch von hinten wegmachen können. Sogar mit so einem Drecksdolch wie mit dem hier. Aber wir werden sehen. Illusion mal eben ein bisschen leveln. Okay. Und wo wollen wir hin? Wir haben Töte Beitild, Töte Enoduid und Töte Nafi. Wo sind die Kollegen denn? Einer ist hier, einer ist da und einer ist da. Rurikstadt, nein, Ivarstadt. Der ist in der Nähe von Windhelm. Und wo ist der letzte? Da. In der Nähe von Dämmerstern. Okay, folgendes. Wir gehen nach Windhelm, erledigen den da, fahren dann nach Dämmerstern rüber mit der Kutsche, erledigen den und dann muss ich gucken, wie ich zu dem letzten am besten hinkomme. Aber ich will endlich die ersten Bruderschaft-Quests hier machen. Das wird auf jeden Fall interessant. Die dunkle Bruderschaft. Schafft. Okay, ich mache den Stahldolch mal auf die 1 und das Schwert auf die 3. So. Und dann machen wir mal... So. Ich glaube, ja, das sieht richtig aus. Nehmen wir ein paar Beeren mit. Und dann gucken wir mal, ob wir hier jemanden finden können zum Ermorcheln. Weil ich kann den eigentlich noch so lange auf dem Rücken lassen, ne? Wobei ich ja sagen muss, man rennt gefühlt ziemlich... Oh Gott, okay, hi. Dumm gelaufen, Bro. Ich mach euch One-Shot. Okay. Dun, 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 dun. Wir laufen los. Hier ist ein Drache irgendwo. Ich wollte gerade den Ziegen hier eine mitgeben. Oh oh.
Ich habe eigentlich gerade wenig Interesse an einem Drachen, um ehrlich zu sein. Wo ist denn das Ziel? Irgendwo hier muss er doch sein. Da oben? Nicht hier im Dorf? Wir trainieren unser Schleichen weiter hier mit den Ziegen. Nehmen wir meinen Pfeil wieder mit. Den Rest lasse ich da. Ich weiß, das macht man nicht. Man tötet nichts, was man nicht benutzen möchte. Aber Ziegenfelle sind halt... Oh, hi. Ziegenfelle sind halt echt scheiße. Hi. Da ist eine Schlammkrabbe. Warum stirbst du nicht? Holy shit. Kann ich hier das eigentlich abbauen? Erzader. Guck mal, ich hab doch hier... Yeah. Kommt gerade die andere Krabbe zufällig? Erstmal schön Eisenerz abbauen, mitten im Auftrag. Das ist wichtig. Diese Erzader ist erschöpft. Okay. Da hinten ist, glaube ich, die andere... Ist das die Krabbe? Ja, ne? Ne, das ist die Krabbe. The fuck? Das sind ja ganz schön viele von denen. Da ist noch eine. Ich will nicht unbedingt in die Krabben reinlaufen hier. Das war zu hoch, als ob. Ach nee, ist ein Skelett. Oh, da ist eine. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle. Ich weiß, der Typ ist da, aber ich habe ja noch nichts gemacht, ne? Dünn, dünn, dünn. Und ich meine, wir können jetzt einfach wieder weglaufen. Wir sind nur ein Jäger. Kein Problem. Und sneaky. Ich habe ihn getroffen. Einfach angehalten hat. Hä? Oh! Okay. Hat keiner gesehen. Dann gehen wir mal kurz rüber und gucken uns unseren Kill mal an, oder? Der erste Schuss, das ist schon eine relativ krasse Reichweite, ne? Also für einfach nur mit Bogen und so. Was hat er denn dabei? Dietrich, Gold. Ja, gut. Hat's nicht überragend, aber okay. Gut, dann machen wir eine Schnellreise zurück nach Stelle von Weißlauf Windhelm, meine ich natürlich. Und dann können wir von Windhelm mit der Karre nach... Markart. Wer ist denn das nochmal? Mortal? Ich glaube Mortal. Oder? Mortal. Dämmerstern? Ich dachte, es wäre Mortal. Okay. Dämmerstern. Zum Glück habe ich geguckt. Einmal nach Dämmerstern, bitte. Ich kann euch zwicken. Wohin soll's gehen? Dämmerstern. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Ach. Einst ein Reckragner der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt der Stand. Aha. So ist das also.
Mal gucken. Mal gucken, wie das alles läuft hier. Aber ich meine, die erste Ermordung war ja schon mal semi-erfolgreich, würde ich sagen. Also, ne, hätte besser laufen können, aber ich meine, er hat den ersten Schuss überlebt. Das habe ich halt nicht ganz verstanden. Aber da sind wir in Dämmerstern angekommen. Und dann gucken wir mal, wo unser Ziel hier ist. Hier vorne irgendwo. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir, hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten mehr. Nein, er trägt nur eine kaiserliche Rüstung, ne? Was soll ich denn davon halten? Er ist stolz auf seine Dienstzeit, Skalde. Die Armee hat uns Treue gelehrt. Und wir sind Dämmerstern treu ergeben. Das ist noch nicht vorbei. Wenn ich euch erwische, wie ihr auch nur einen Brief an General Tullius schickt, lasse ich euch beide hinrichten. Okay. Okay, die Frau müssen wir also... Wir warten mal bis abends gerade. Es ist schon 6 Uhr. Wir warten einfach mal 2 Stunden gerade. Mal gucken, wo sie hingeht. Ich laufe hier einfach gerade mal hinterher. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten... Ja, da gehen wir auch noch vorbei. Ist vielleicht sogar etwas für mich. So, ganz schön glitzernder Schnee hier, hä? Boah, die braucht aber lange. Wir warten mal eine Stunde gerade. Wo ist sie jetzt? Irgendwo nach hier unten. Hier ist auch ein Schmied. Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Interessant. Wir warten noch mal ein bisschen, bis mitten in der Nacht. Ich möchte nicht, dass die Frau noch wach ist. Dann wirken wir einmal den Zauber der Leisigkeit. Und dann... Dein Ernst? Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die Frau überraschen können. Sie liegt im Bett. Gute Nacht. So. Dann nehmen wir alles von Wert mit. Aber wirklich viel hat sie ja nicht, scheinbar. Ich will auch eigentlich immer ganz gerne gucken, ob die irgendwas dabei haben oder irgendwas hier haben, was, ne, was irgendwie darauf hinweist, warum vielleicht jemand die umgebracht haben wollte. Mal den Teller weg da. Käserad und so ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Aber es scheint wirklich... Scheint wirklich, als ob die nicht wirklich irgendwelche Beweismittel hatte, warum jemand sie umbringen möchte, ne? Naja. Das hat ja ganz gut geklappt. Und dann der letzte Kandidat ist irgendwo hier bei Rifton in der Nähe, ne? Hier. Das ist natürlich jetzt ein relativ weiter Weg. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, ist hier langlaufen. Von Helgen aus. Wir reisen mal gerade nach Helgen.
Aber das machen wir dann in der nächsten Folge weiter, Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir den letzten Auftrag und gehen zurück zur Bruderschaft und gucken mal, ob wir da vielleicht auch eine Hauptquest entgegennehmen können. Ich hoffe, euch hat's gefallen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wo ist der Mond? Kein Mond da heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.